Ja, das ist eine perfekte Säge, klein und handlich und trotzdem zieht perfekt durch. Durch den Akkubetrieb sehr einfach zu handhaben, ohne Kabelführung, sehr einfach zu bedienen, Parallelanschlag fähig, sehr schöne Maschine. Und vor allen Dingen ewig lang, ja. Also von der Leistung her von Akku bin ich hochzufrieden, also überzeugt total. Fajna maszyna, lekka, kompatybilna, fajnie strzyma się w dłoni. Grubość cięcia 70 mm, to jest głębokość, jaką my właśnie potrzebujemy na budowie. Większość narzędzi jest okablowana, więc musimy z okrutem nosić ten kablem. Also die Säge liegt sehr gut in der Hand, ist gut ausgerichtet vom Gewicht her. Sie kippt es ja nach vorne, nach hinten. Und halt natürlich, dass die kompatibel sind auf die Schrauber, ist dann auch für, von der Anschaffungskosten wiederum günstiger, weil ich nicht für jedes Gerät unterschiedliche Akku brauche. Na, das passt voll. Nee, das ist jemand kein Kabel, das ist 101. Genug Power. Die scheint mir sehr robust zu sein. Das ist natürlich super, dass die Akkus in alle anderen Maschinen auch reinpassen. Ja? Dann braucht man vielleicht auch mal nur ein Ladegerät mit hochzunehmen und muss nicht von jeder Maschine die ganzen Koffer mit aufs Dach schleppen. Da ist das schon wesentlich einfacher. Mit der Führungsschiene kann man auf jeden Fall sauberer arbeiten, als bevor man das jetzt mit erst anzeichnet. Dann macht man bloß zwei Striche und legt die Schiene drauf und kann viel sauberen Schnitt machen. Richtig geiles Ding. Richtig handlich, richtig leicht. Also da braucht man auch gar nicht trainieren für. Ne? Und so viel Power hätte ich nicht erwartet. Ja, sehr gute Sache. Ich war jetzt gestaunt, dass ich durch eine 6-12-Platte durchgekommen bin, so mit dieser Akkusage. Sehr gut. Perfekte Maschine. Ist nicht gut. Überraschend stark.